Da liegt's flach. Weil du es im Leben schön hast, ja? Wenn du einen guten Schmäh hast, Schmäh los nach. Schmäh los nach. Schmäh los nach. Dankeschön. Danke. Dankeschön und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Schmäh lass nach, einem Abend mit den Besten des Wiener heurigen Kabarets. Mein Name ist Thomas Strobel und Sie kennen sicher den großen Toni Strobel, ja? Den Doyen des Wiener Schmäh, den unvergesslichen Spitzbuben. Und mit dem bin ich weder verwandt noch verschwägert. Aber ich verehre ihn, das muss ich sagen. Und für viele Künstler, die wir heute Abend hier erleben werden, waren die Spitzbuben Vorbilder. Ganz besonders für die, die heute Abend den Anfang machen. Bühne frei für die Strebersdorfer Buam. Servus, Ole, schön, dass du satz. Het wird's wieder gemütlich werden, dass wir draußen het kein Blut ist. Das versteht sich, meine Herren. Sind Sie da mit Ihrer Gattin? Oder haben Sie eine Hose mit? Oder gar mit Ihren Eltern, sie da warst du unser Lieb. Bringt uns was zum Papa und bringt uns was zum Pippa. Dann will man am Museum ganz aus Werner hermagieren. Steckt das Barometer, wird es immer netter. Das sogar der Opa singt, die Omas vierte Vierling. Na, jo, da, sei unsere Alten nimmer mehr zum Holen. Die Rechte habe ich weniger, die all Judam, Judam, Gedichte weniger, die all. Dankeschön. 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 Kennt es, was da schon alles passiert ist? Sie müssen sich denken, da läuft in der Sauna ein Handy. Der Sauna. Geht sein Nacker dahin, hebt und sagt, hallo. Ja. Was? Bitte, was machst du beim Juwelier? Also ein Brillantring. Bitte, was kostet der? 1500 Euro. Ja, Schatzl, nimm's dann, gell? Und wir sehen uns dann zu Hause. Was? Nein, wer? Bitte, was machst du beim Kirschner? Also, wer? Pelz? Was? Persianer, glaube ich. Was kostet der? 3500. Ja, Schatzl, nimm's dann, gell? Und wir sehen uns dann zu Hause, ja? Was? Nein. Bitte, was machst du beim Wiesental? Ach so, die neue C-Klasse, was? Kompressor? Bitte, was kostet der? 95.000? Ja, Schatzl, bestellst du dem Geld, wir sehen uns dann zu Hause, gell? Tschüss! Wem gehört denn das Handy? Ich kann nur sagen, räumen Sie die Hände weg, weil sonst haben Sie morgen ein C-Glas. Und ich sage Ihnen, wenn man ein Pech hat, hat man ja gar kein Glück nicht. Die müssen sich vorstellen, da steht einmal einer Wirt so um die 2 Meter. So ein Koloss. Steht bei der Bulla, kriege ich Bier vor ihm. Neben ihm steht so ein kleiner, so ein Laufmeter. So. Der hat schon ein bisschen was getrunken gehabt, der Kleine, und stinkert immer mit den Großen. Man weiß ja, die Kleinen werden stark, wenn sie ein bisschen fett sind. Sagt er, na lang, aber scheiße, ist ein Deppert. Der Lange reagiert gar nicht auf das, der denkt sich, ich lasse ihn lallen. Na, der Kleine kriegt ein bisschen einen Zorn in seinen Rausch, denn zuerst, der ignoriert mich total. Der Lange, aber scheiße, Deppert. Der rührt sich nicht. Erst der Kleine in seinen Rausch und in seinen Zorn haut den Langen einen Skiball, oder? Der Lange rührt sich nicht. Der steht dort wie Fels in der Brandung. Denkt sich, der Kleine, das gibt's halt, der hat vielleicht eine Angst vor mir. Oder? So, denkt er sich, was kann ich jetzt Fleiß machen? Erst nimmt der Kleine den Langen seinen Kriegel, sauft auf einen Schluck aus, stößt das leere Glasl wieder hin. Der Lange rührt sich nicht. Sagt der Kleine, sag einmal, Langer, bist du schon ganz deppert? Jetzt hoffe ich das Bier aus, hat ein Skiball, aber du riechst nicht. Hast du auch Angst vor mir? Sagt der, nein, ich habe einen schlechten Tag. Sagt er, das gibt's ja, was ist das so schlecht? Sagt er, pass auf, was mir passiert. Ich stehe in der Früh auf, komm aus in die Kugel, liegt am Kugeltisch ein Zettel, ist mir die alte Bölle gegangen.
Hörst ich mein Herzensschmerz, möchte mir die Pulsa dann aufschneiden, bringt die Tischlade nicht auf. Na, denke ich mir, ist ja wurscht, geh aus aufs Häusl, will mich aufhängen, reißt mir der Strigo. Na, denke ich mir, der Tag ist noch nicht aus, geh oben, hauen wir auf die Gleis, kommt da kein Zug vorbei. Haben sie eine Umleitung gemacht. Hörst, jetzt geh ich da ins Wirtshaus, kauf mir, krieg ich Bier, hau mir Gift, und du saufst mir's auf. Okay. Nein, ich bin nervig. Ich bin. Da war. Was sag ich mit Gusti? Ja? Ist das wirklich so schlimm mit deiner Alten? Ärger ist, was du glaubst. Wirklich wahr? Geht der Zöhr zusammen, ja? Meine Alte ist schwanger. Und weißt du von wem? Ich weiß nicht von wem. Seitdem du in Tschechien, es ist sehr bequem. Und nicht. Ich sauf oft ein Schnapsal. Was? Und kiloweiß Bier. Doch meistens sauf ich so viel, dass ich mich nicht mehr spür. Und wann wird das Schlechte? Mein Wurscht. Bei allem regiert der Kaiser Bierblues. Ich geh zu meinem Wirten, bestell mir ein Bier. Der sagt dann ganz zornig und watscht zu mir. Bei mir kriegst nix, das ist doch klar. Weil da liegt die Rechnung von vorigen Jahr. Da sag ich ganz leise, gemacht hab der Hösche gern noch ein Seil. Aber recht schnell, der haut mich aufs Zandl gleich drin in Lokal. Ich frag sie, ist das wirklich noch normal? Die Wirten sind grausam. Genau. Bei ihm regiert der Kaiser Bierblut. Dann bald die Zehnte noch erschießen. Ich geh zu den Wirten. Er geht zu den Wirten. Schon circa 20 Jahre. So lang schon? Doch jetzt geh ich nimmer. Das ist doch klar. Warum eigentlich, Herr? Na, der Wirt, der ist angeschickt. Aber ja. Der ist ja nicht echt. Und außerdem wird mir von seinem Gulasch überschlecht. Vielleicht was vom Pferdefleisch oben? Ja, die Führe hab ich gefressen. Bei allem regiert der Kaiser mir Blut. Das mach ich nicht mehr. Ich sag zu der Alten, geh, komm einmal her, damit ich das jetzt mit den Kindern noch klär. Wir haben 8 Schruppen, das ist klar. Doch einer von ihnen, der hat rote Haare, das sagen wir's ganz ehrlich, eine Linke hast du gemacht. Da hat sie mich angeschaut und hat furchtbar gelacht. Sie sagt dann sehr leise, schrei nicht wie ein Stier, nämlich nur der Rode. Ist von dir. Die Weber sind groß. Na, geil. Weil ich mir nicht gehe, wie blöd. Mehr Alte ist schwanger. Noch immer? Noch 9 Monate. Und weißt schon von wem? Ich hab einen Verdacht. Okay. Es ist unser Wirt, der meine Schrauben macht. Er kommt immer öfters. Ja, komm mal nochmal. Und ich bin nicht da. Und grobe da wahrscheinlich mein Weiberl fest da. Du kannst halt nichts machen. Ich bringe die Finger bei der Schulter. Mein Leben regiert der Käse wie Blut. Ab morgen bin ich trocken. Er tut schon bald stark. Sie saßen vorbei. Ich mach doch keinen Schmäh. Ich mach jetzt endlich Schluss mit der Saffere. Ich trinke mehr Krachel. In der Udwe. Und so der Zitron. Mit Rum. Und setze mich ganz gemütlich auf den Balkon. Da schau mal dazu. Du kannst zuschauen. Ab morgen bin ich dann auf Entziehungskur.
diese ewige Biersauferei, das hält der krankste Mensch nicht aus. Ja, Gott sei Dank. Ob Murm, sauf ich dann nur den Schnaps noch Bohr. Jetzt geht's in meinen Wirten aufs Trainingslager. Tschüss.